Hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Unknown. Wir waren irgendwo stehen geblieben. Ich weiß nur nicht mehr ganz genau wo. Genau, Alien-Stützpunkt. Da wollte ich ja vorher erst noch ein bisschen farmen und versuchen, nochmal meine Jungs und Mädels ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Einrichtung läuft noch. Satellitenkontrollzentrum. Kraftwerk war soweit fertig. Energie hatten wir noch Platz. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Okay. Forschung haben wir aktuell keine laufen. Wir können aber die Autopsie Männer laufen lassen. Die Bestie dem Berserker. Auch wenn er ähnlich gebaut ist wie der Muton, scheint er aus uns unbekannten Gründen sehr blutrünstig zu sein und dabei wenig Rücksicht auf seine Sicherheit zu nehmen. Fürs Protokoll, die Untertitel sind Async, das ist nicht Kampfstimulanzien, okay? Ich denke da jetzt mal nicht näher drüber nach, dass die sich da was spritzen, was aus Aliens kommt. Okay. Scannen wir doch mal. Sky Ranger. Naja, genau, die waren ja außen vor. Gut. Bewaffnung. Schalenrüstung. Lasergewehr. Laserpistole. Nanofaser. Einmal. Schale. Einsätze 3. Achso, wir haben keine Lasergewehre mehr. Deswegen. Ich würde gerne in der Technikabteilung. Gosh dang it. Bitch. Ups. Okay, UFO-Landeplatz, Sky Ranger, Bewaffnung, gut, dann kriegst du eine Nanofaser, Laser, Plasmagewehr, meinetwegen, warum auch nicht. Okay, und damit sind alle ausgerechnet, alle ausgerüstet, ja, und dann starten wir den Einsatz. Okay, lass mich nicht hängen, Spiel. Stunden später. Strike One, bereit. Beginne den Angriff. Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Das kann ja nur gut werden, wenn es in den USA ist. Berichten zufolge ist das UFO in einem dünn besiedelten Gebiet gelandet. Wir müssen hellwach sein und die Invasoren eliminieren. Ihr habt den Mann gehört. Einsatz starten. Ja, einmal skippen bitte. Hier spricht Big Sky. Sind in Position nahe der feindlichen Landezone. Strike One wartet auf Befehl zum Vorrücken. Okay. Verstanden, Big Sky. Das war eine Landung, kein Absturz. Rechnen Sie mit erbittertem Widerstand. Dann senden wir den Krian dahin. Volkov hierhin. Okay. Du kannst gerne in Deckung gehen. Dann haben wir noch den Giacomo, unseren Sturmtruppler. Wir haben unsere beiden Supports, von denen wir am besten, ich tippe mal einen nach dort. Und einen nach dort schicken. Zu guter Letzt bleibt noch Ace, den wir eigentlich nur durch die Mission schleusen wollen im Endeffekt.
Okay. Gut, dann haben wir jetzt den Peres. Schicken wir hier rüber. Sally nach dort. Giacomo rückt eins vor. Delgado. Ich will den nicht so weit von der Truppe wegschicken. Also nach dort. Feldposten. 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 X-Rays gesichtet. Aha. Alle drauf. Daneben. Treffer. Treffer. Daneben. Was zum Teufel war das? Erledigt. Ja gut, den da oben drin sieht man nicht. Da kommt einer runtergesprungen. Okay. 23, 35. 35, 23. Pistole. Wie sieht's damit aus? Das war nicht das, was ich wollte. 55, 75. Sehr schön. Er versucht das einschüchtern. Dann haben wir hier noch Silly mit dem Lasergewehr. Die darf ihn ausschalten. Oder auch einfach verfehlen. Hier steht noch. Mann. Wir nehmen mal den mit den 68. Sehr schön. Die Sau lebt zwar noch, aber nicht mehr lange. Denn wir haben noch unseren Freund, den Krian. Oder die Krian. Das olle Mädchen. Hey, und wieder einer ausgeschaltet. Okay. Damit kannst du ihn ausschalten. Gut. Errungenschaft freigeschaltet. Begrüßungskomitee. Was muss man dafür tun? Tötete 150 Aliens. Schade. Ich dachte, das wäre jetzt irgendein Achievement für... Okay, du hast 4 Aliens in einem Durchgang platt gemacht. Weil das wäre schon irgendwie cool gewesen. Piu, 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 piu. Daneben. Getroffen. Schön, wie der direkt schon eins tot ist. Okay, dann darf erstmal Delgado auf den da schießen. Sehr cool, war zwar nicht das Teil, das ich töten wollte, aber hat ja trotzdem funktioniert. Dann mit den 61 da drauf. Sehr schön. Silly hat eine Chance, 55. Boah, das war ja mal voll daneben. Ey, krieg dich mal wieder ein. Ja, daneben ist noch ein Understatement. Sehr schön, Volkov. Dann hauen wir jetzt noch den Krian einmal oben drauf. Na also. Krian lässt mich einfach nicht hängen. Ich hab keine Kugeln mehr. Okay. Feldposten. Das hörte sich fast so ein bisschen zombie-mäßig an gerade und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen ungeil. Aber gut, nachladen. Du auch nachladen. Du definitiv nachladen. Du kannst gar nichts anderes tun, als nachzuladen. Für dich gilt das auch. Und für dich auch. Ihr chillt da jetzt erstmal. Da draußen ist irgendwas. Und dann denke ich, kann man relativ gut davon ausgehen,
dass die sich zumindest teilweise in unsere Richtung bewegen. Das sind alles keine tollen Positionen. Ich könnte hier einen hinschicken, aber da werde ich wahrscheinlich eher Delgado hinschicken. Mit Getöse. Aha! Da sind die drei doch. Okay, dann machst du mir definitiv den Feldposten. Du hast nicht die Möglichkeit, irgendwen zu treffen, deswegen stelle ich dich dahin. Du kannst Befeldposten und du kannst Befeldposten. Einfach nur für den Fall, dass die sich in unsere Richtung verirren. Du nimmst mal den 58er da rechts. Für den Fall, dass Krian, wow, den nicht auf der Schippe hat. Ja. Krian, 85. Krian ist einfach zu imbar. Oder auch nicht. Wenn man sie nicht trifft, fallen sie auch nicht um. Okay. Und weil es so schön war, darfst du nochmal schießen. Und hast diesmal getroffen. Ja, der kriegt jetzt von Delgado auf die Fresse. Oder auch nicht. Justiere Visier. Justiere Visier, ja, ist klar. Sie verlieren an Boden. Natürlich verlieren die an Boden. Jacko kann da schön weiter rumchillen. Das darf hier der Krian nochmal regeln. Das gibt's doch nicht. Mensch, Krian. 200%. Bleibt's wieder an Delgado hängen? Ja, bleibt's. Okay, und damit können wir den Rest der Truppe wieder auf Feldposten setzen. Und einfach mal abwarten, was jetzt passiert. Okay, dann sieht das ja jetzt relativ sicher aus. Sagte er und rannte rückwärts. Ritt links in eine Falle. Ich stell dich einfach mal noch dahin. Ist das das Raumschiff, mit dem die Aliens diese Angriffe starten, während sie Menschen entführen? Volkov. Volkov darf sich jetzt hier hinstellen. Hinter eine Ganzkörperdeckung. Und Krian bleibt unser Opportunist. Delgado, zieh mir noch einen Platz nach da drüben. Und Opportunist. Sieren ihn. Und wir verpassen auch ihm den Feldposten. So. Was war das? Ein Geräusch. Wäre meine unmaßgebliche Meinung. Ja. Also der ganze Spaß geht da hinten weiter. Dann schicken wir Giacomo weiter nach vorne. Wir stellen Silly nach dort. Mal schauen, wie weit wir Paris vorgezogen bekommen. Ziehen wir den mal bis nach da. Delgado stellt sich auf die andere Seite davon. Bist schon verschoben. Dann holen wir uns jetzt Volkov in die Mitte, wo er den vollen Überblick hat. Und den Krian sehen wir schräg dahinter. Okay, damit bleiben jetzt die restlichen Posten noch umzusetzen. Okay. Dann denke ich, bist du hier in einer ganz netten Position eigentlich. Ziehen wir dich mal hier hoch. Ich sollte meine Truppen nicht so sehr aufgruppieren, aufschlüsseln, aber vielleicht bekomme ich dadurch ein bisschen mehr Rums sozusagen. Okay, das Dach scheint auch eine mögliche Kampfgegend zu sein.
silly, wäre es erstmal, die hier hinzustellen. Was aber wahrscheinlich ganz gut ginge, wäre, wenn ich mir Volkov hole und versuche, den da hoch zu pushen. Okay, dann ziehe ich mit denen nach dort. Krian ziehe ich mir hier rüber. Den verbleibenden Zug kann der direkt zum Nachladen benutzen. Dann haben wir noch Delgado im Feldposten und Perez im Feldposten. Silly ist hier ganz ehrlich so oder so in einer ziemlich beschissenen Situation. Wenn die Maus vernünftig reagieren würde, wäre das auch alles einfacher. Ich will die ehrlich gesagt nicht einfach so hier reinholen. Ich denke mal, dort reicht erstmal. Okay, du hörst wieder mal Geräusche, ist schon klar. Okay, ich bin mir relativ sicher, dass da drüben nichts ist. Dann ziehe ich mir jetzt Volkov. Und er rennt dran vorbei. Ich wollte den da hochziehen, aber bitteschön, dann eben nicht. Dann kommt Krian jetzt einmal quer hier rüber. Dass ihr zwei hier mir nochmal den Feldposten macht, ist klar. Und dann guck ich mal, ob ich Giacomo nicht auf die andere Seite gezogen bekomme, um dort unseren Scharfschützen zu decken. So, Silly hat noch gar keinen Zug gemacht, aber geht hier um den Feldposten nur für den Fall, dass da was Schräges vorgeht. Ja, ja, du hörst wieder Dinge. Was für ein Geräusch? Standard. Okay, Giacomo, einmal quer hier rüber bitte. Zack. Silly Feldposten. Volkov bitte einmal bis nach hier. Hinter Silly. Und hinter Silly darfst du dann dein Gewehr nachladen. okay. Genug dumm rumgewitzelt. Dann schicken wir den Krieger noch nach rechts. Und dann ist die Geschichte eigentlich auch schon wieder fast um. So, du hörst wieder Geräusche, wie immer. Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Natürlich seid ihr da nicht allein, du Genie. Okay, ich würde sagen, wir schicken erst Giacomo hier hoch. Hier dürftest du einen Überblick haben. Okay, da ist schon mal nichts. Silly schicken wir an die ungefähr selbe Stelle. Müsste dieselbe sein etwa. Naja, noch ein Feld weiter vorne. Macht nichts, dann ziehen wir den Schub hier einfach hinterher. Volkov kann da an der Ecke in Deckung gehen. So, Krian wäre hier oben in so einer schönen Position, genauso wie Volkov. Okay, dann ziehen wir den Krian erstmal hoch. Und die kennen das Spiel schon, ihr dürft nur rumsitzen. Hallo! Okay, Krian. Wie sieht's aus? Hast du ihn? Nein. Dann schicken wir Krian einfach mal hier vor. Lass mir einen Gefechtsscanner etwa hier in die Mitte werfen, nach Möglichkeit. Das Adlerauge fliegt. Hallo. Okay. Delgado und Strings dürfen jetzt vorrücken. Feldposten. Feldposten. Feldposten.
So, jetzt haben wir hier Silly und Volkov. Wie sieht's bei dir aus, Volkov? 88. Sehr schön. Wurde befördert. Okay, setzen Silly noch auf Feldposten. Und wenn der jetzt durch die Tür kommt, müsste der eigentlich gleich einen auf Small bekommen. Okay, Kian. Wie sieht's aus? Keine Chance. Wenn die von hier hinten kommen, müsste ich gucken, dass ich den Krian in Feldposten setze. Also ihr habt erst hier oben Deckung, alles klar. Dann ziehen wir dich hier hoch. Also das Spiel ist heute irgendwie ein bisschen fummelig mit Maus, Positionierungsgedönsies. Wartet mal kurz, vielleicht hilft es ja, wenn ich einfach mal raustabbe und nochmal reintabbe. Perspektivenwechsel? Ja, der hat's gebracht, okay. Gut, ihr zwei seid oben. Giacomo darf nach hier vorrücken. Ich gehe mal nicht davon aus, dass von hinten was kommt. Für Silly könnte man dasselbe Vorgehen vorschlagen. Eine Art Aufbewahrungsbehälter. So widerwärtig die Vorstellung auch sein mag. Darin halten sie wahrscheinlich ihre neuesten Versuchskaninchen am Leben. Feldposten. Volkov chillt hier als Feldposten und Opportunist. Lauf durch das Tor. Okay, Giacomo. Zeig mir die Süßigkeiten. Silly. Nach vorne. Okay, beide Kontakt. Dann nutzen wir jetzt Volkov für ihn. Wieder mit 88%. Sehr schön. Krian Schild hier weiter. Dann holen wir uns Paris einen Schritt nach vorne. Genauso wie Delgado. Jetzt hier erstmal niemanden, also können beide nochmal den Stoßtrupp machen und ein Stück nach vorne rutschen. Ich möchte den Giacomo als Glotzikuck, ich möchte die Silly als Glotzikuck. Außerdem können wir tendenziell unsere beiden Scharfschützen weiter nach vorne holen. So. Oder einen von den Scharfschützen zumindest. Okay. Dann. Ich glaube, was das ist, will ich gar nicht wissen. Silly an die Tür. Ihr tut auch alle nicht das, was man euch sagt, oder? Rechts von der Tür. Ah, rechts von der Tür. Das war absolut nicht das, was ich wollte. Ach, Spiel, sei doch mal weniger doof. Okay, da ist niemand. Volkov in die Ecke. Mecke, Mecke in die Ecke. Hier als Feldposten.
Und hier hinten geht wahrscheinlich der restliche Punk ab. Wie ich mir das so denken könnte. Also schicke ich die zwei einfach hier runter. Okay, Giacomo. Spurte nach dort. Keine Aliens bis jetzt. Dort hoch. Dort hoch. Dann können wir nach dort ziehen. Silly holen wir hier an die Tür. Und Volkov holen wir mit in die Mitte. Zu hängen, Spiel. Ich weiß nicht, warum das Spiel sich einfach bewegt, wenn ich es nicht will, aber... Naja. Kann man wohl nichts gegen tun. Du nach dort. Nach dort. Und Bissili hier mit dazu. Und Jaco hier. Okay, und jetzt wird's gleich interessant. Da draußen ist irgendwas. Wie immer, keine Sorge, das geschieht alles mit einem Plan. Ich habe genug gesehen. Jetzt wissen wir es ganz genau. Das Forschungsziel der Aliens ist eine große Gefahr für die gesamte Menschheit. Ja, den Teil habe ich mir nämlich gedacht, dass sie sich hier so hinstellen. Einmal. Los, Krian. Ah, schade, daneben. Doch nicht. Macht nichts. Oh, wirklich, Leute, verdammt, wirklich. Lebt noch. Danke. Wie aus dem Lehrbuch. Du standst vor ihm. Aber okay, dann haben wir die jetzt alle erledigt. Was kommt jetzt? Kommt jetzt Story? Jetzt kommt doch bestimmt Story. Nö, kommt nicht. Gibt's irgendwelche Forschungsergebnisse oder sowas? Ich bin vom bisherigen Ergebnis beeindruckt. Besonders, wenn man die Umstände da unten bedenkt. Befördern wir Volkov. Okay. Was haben wir hinter uns? Leichen, Leichen. Legierung, yeah. Alien-Chirurgie, oh. Okay, und jetzt haben wir den ganzen Haufen zu forschen. Ich habe Schwierigkeiten zu verstehen, wie eine so hochentwickelte Spezies so wenig Mitgefühl für andere fühlende Lebewesen haben kann. Es widerspricht all meinen Vorstellungen. Die Technologie ist vorhanden, aber mit ihr eine Gefühlskälte, die wir nie erwartet hätten. Was hat sie so werden lassen? Muttertag 2311 wäre mein Vorschlag. Yeah, jetzt können wir den ganzen Zeug, den ganzen Kram herstellen.
Ja. Gott, sind die Dinger teuer. Aber okay. Dann ist das alles erledigt. Wie sieht's aus? Moschodi. Die kommen sogar aus demselben Land. 3 und 10 Tage. Hm. Upsa. Okay. Aber dann war's das auch schon wieder für heute. Dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen. Hat Spaß. Wenn ihr dann so wart, denkt dran, ihr könnt gerne unsere Videos liken und unseren Channel abonnieren. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer, von der Barcade. Bye, Leute.